Willkommen zurück, World of Warcraft Legion. Weiter auf unserer Reise zur ersehnten Stufe 110. Ist schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Also ich kloppe die Geier gerne weg, weil die manchmal Eier droppen und dann kann man die schön fürs Kochen nehmen, zum Skillen. Oh, kann ich da nicht bei... Kann ich da bei der verkaufen? Ich habe irgendwie... Ah, ne, ist im anderen Haus, oder? Ja, das war im anderen Haus, wo man es verkaufen konnte. Oh, ist doch Kacke. Das habe ich in Goldhain alles gemacht, während du rauchen warst. Das habe ich irgendwie verpeilt jetzt. Guck mal her. Ich bin zwar langsam, aber ich denke an fast alles, bis auf die zwei Quests vorhin. Man sieht wirklich keine Menschenseele hier. Nee. Ist sehr ungewohnt. Oh. Ah, Mann. Bis ich gecastet habe, ist der tot. Doch blöd. Passiert. Aber dafür krittest du meistens, wenn du sie triffst. Ach, ist das schön, wenn man als Tank hinterherläuft. Genieß es noch. Die Zeiten ändern sich. Ja, die Zeiten ändern sich wirklich. Ich will immer rückwärts laufen und dann unterbricht es ja den Cast. So blöd. Das ist die Gewohnheit. Ob schon nicht so lange nicht mehr gespielt habe. Ab ins Kistchen. Ach ja, stimmt, da war was. Sehr unauffällig. Wem hänge ich da denn in der Kiste? Wahrscheinlich bei mir. Oh, wieso? Wir haben sowieso eine Kisten gut. Ja. Was denkst du denn? Wir sollten mal wieder Kisten suchen. Ab in die Kiste. Aber denk dran, da bin ich wieder von hinten. Doch, immer von hinten. Siehst du, wir sind schon wieder bei Dead by Daylight. Das ist ganz schlimm. Ich glaube, da werden wir die Ohren schlackern. Oh ja, oh, da brauchst du doch nicht. Das ist gute Nerven. Also das Schlimmste ist eigentlich, wenn wir eins gegen eins machen. Ghost oh, das, und das ich, wird so meine ein Horror. Fresse. Weil also das war übelst. Also einige Male war das übelst schlimm. Der hat mich so terrorisiert. Ey, nee. Ach, so schlimm bin ich doch gar nicht. Andererseits hängt mir der Bolzen dann quer, dann explodieren die Generatoren irgendwie verrückt. Der Killer steht vor mir, schreie wie ein Mädchen und dann noch solche Sprüche. Oh Gott, das will. Ich glaube, danach könnte mich in die Klapsmühle einweisen. Ja, das solltest du mal mit uns spielen, wenn er Killer spielt. Weißt du, der wird dich dann wahrscheinlich nicht gleich töten. Nee, der legt mich dann nochmal extra hin und guckt zu, wie ich verbunden bin. Nee, der wird dich ganz anders. Der wird dich psychologisch, wird er dich zur Sau machen, dass du sagst, häng mich bitte auf, ich will sterben. Ist bei euch der Killer mit dem TS, ja? Ja, natürlich, oh, das ist immer noch schlimm. Oh, da ist ja doch schon der Vorteil weg, das ist ja... Nein, oh. Das spielt doch keine Rolle. Hat auch noch mit Stimme verändert und so weiter, ja, mit Soundboard und alles. Ja, aber Abschied. Und da brauchen wir keinen Stimmenverzerrer für. Nee. Das geht doch so. Ja, oh. Der ist Psychopath von Haus aus, der braucht nichts dazu. Ja, jetzt hier ist es sehr introvertiert, ziemlich ruhig. Während du weg warst, hat er mit mir vielleicht einen Satz gewechselt oder gesagt. Und da geht er dann richtig auf, hä? Da geht er ab, wie ein Zäpfchen, ja. Oh. Da ist stille Wasser sind tief.
Ich habe Dead by Daylight auch versucht, ja, zu spielen, aber haben sich keine adäquaten Leute gefunden. Die entweder waren sie zu jung oder zu dumm oder was weiß ich. Da musst du echt mal eine Runde mit uns spielen. Ja. Dann warst du nicht lange. Oh, naja. Das sollten wir vielleicht so als Abschluss, sollten wir ihn mal quälen. Also du. Ich habe schon Kopfkino. Glaube, ich schreie da wie so ein Mädchen. Dann habt ihr noch eine Stunde Wahrscheinlich. 500 Views. Der Schrei des Todes. Weil nämlich hier Outlast gespielt haben, das ging auch durch die Decke. Oh, habe ich da rumgejammert und oh, Hilfe. Ah, das ist eh übel. Glaub mal, ich bin schlimmer wie Outlast. Aber ich werde definitiv Outlast 2 spielen. Auf jeden Fall, das ist. Das, am Ende hat es aber keinen Spaß mehr gemacht, das Outlast. Da war dann immer einfach, Das da war war zu lange. irgendwie, da war da einfach der Schockmoment eigentlich raus. Es war dann immer das Gleiche, das hat dich dann irgendwie nicht mehr erschreckt. Also ich hatte dann den Eindruck, so gegen Schluss habe ich auch im LP gesagt, also es war dann irgendwo, es wurde dann noch ein bisschen hinausgezögert. Sie hätten früher, zu einem früheren Zeitpunkt, einen Cut machen sollen, also das Spiel beenden sollen, meiner Meinung nach. Nö, fand ich nicht. Ich finde, Doch hatte ich den Eindruck. sie hätten mehr Schocker einbauen sollen, sage ich jetzt mal so. Also was mich richtig heftig geschockt hatte, war der ganz am Anfang, wo man in die Bibliothek reinging und wo der aus dem Rollstuhl da aufgesprungen ist, da ist mir auch das Herz in die Hose gerutscht. Und dann gab es noch eine Situation. In der Küche. Und dann gab es noch eine ganz andere Situation, die war Scheiße. ja super eklig. Darauf will ich aber nicht weiter eingehen. Das war. Oder die andere Situation, wo der den einen in der Badewanne den Bauch gestreichelt hat, das war ja Ja, auch nicht. genau, ja. Oh. Da Aber musstest du ja ab da dran war's dann. vorbeilaufen und da wusstest du nicht, springt der dich an oder geht's? Also ich habe eher gedacht, hoffentlich fässt er mich nicht an. Also so weit habe ich nicht gedacht. Der wollte doch nur Also. spielen. Ist vergessen. Bitte? Quest? Ja, ich habe die Quest hinter dem Haus nicht gemacht. Oh Mist. Aber ich hätte selbst die Quest mit den Tigern nicht gemacht. Das Licht segne euch. Ziehe den Ehren. Ja, Ich habe schon also die. vor Stufe 15, 16 werden wir nicht aufhören, ne? So eine Idi muss drin liegen, Leute. Oh. So, jetzt habe ich eine Quest bei Captain Sanders versteckter Schatz und einmal irgendwas an der Speerkuppe. Oh. Wo seid ihr hingefahren? Sanders Schatz? Nee, ich stehe da bei dem Bauernhof da, Speerkuppe. Salanders Hof Ach so, da. ja, da, okay. Ich dachte, es wäre die Speerkuppe. Okay, da fahre ich dann auch dahin. Weil ich kann da bei dem noch verkaufen. Ah, die Geier töte ich mal jetzt hier nicht, weil ich weiß, die werden wir hier bei der Quest hier brauchen. Glaube ich mal, wenn ich mich Ja, recht genau, entsinne. ja. Level up fürs Nichtstun. Juhu, das ist immer das Schönste. Was mache ich denn? Ach so, ja, bin ich bescheuert. Kann man das überhaupt mit dem Huhn noch machen hier? Mit dem Slash Das Huhn oder weiß was ich das nicht, ob war? das noch geht. Versuch mal. Das musst du doch ganz oft musst du das machen, ne? Ja, nee, da muss man das Vieh dann irgendwie füttern. Ich probiere das mal. Ich habe das schon lange nicht mehr gemacht. Ich habe das mit dem Account übrigens gar nicht. Oh, ich habe noch das Slash Kiss Makro hier drin für fest beim Argento-Turnier, wo man die Frösche küssen musste. Slash. Huhn war das, nicht Kiss, ja. Da muss man hier Spezialfutter kaufen, genau. Ah. Hast du das jetzt umgebracht? Was? Das Huhn? Ist irgendein Huhn gestorben? Nein, ich habe nichts Okay. gemacht. Ich bin da am Entzaubern, was geht, und am Verkaufen. Komm, Hühnchen, ich bin auch ein Hühnchen. Oh Gott. Hä? Bist angenommen, Luke? Abgeschlossen. Komisch. Ich habe jetzt auch kein Hühnchen bekommen. Mysteriös, mysteriös.
bin wieder da. Hallöchen. Okay. Aber das wäre doch eigentlich eine gute Idee. Zum Abschluss noch eine Runde DPD. Ja, unbedingt. Führen wir ihn in die Grundlagen des Psychoterrors ein. Worauf habe ich mich ja eingelassen? Ja, da kannst du ein weiteres Let's Play. Das letzte dann wahrscheinlich. Das letzte, bevor der Herzinfarkt kommt. Genau. Ich sehe es schon in der Zeitung morgen. Neo unter Psychiatrie. Wenn Let's Player foppen, ne? Und die quälen. Können wir auch von mir aus machen. Also, ich bin eigentlich euch beim Questen eigentlich hinterher, aber ich habe immer ein höheres Level als ihr. Das ist schon mal gut. Ich habe nicht als wie gesagt. Ja. Die hat schon alle Schweine geklaut. Oh, gerade vom Wolf. Aber die kannst du auch looten, oder? Ich kann deine Sachen auch. Brauch die nicht, aber. Ah, ich habe hier so ein absurdes Ding jetzt gelernt. Ja. Also die Vögel sind da bei mir immer das Problem da. Schon da hat es auch mehr als auch schon. Ja, mir fehlen jetzt nur die Fleischreißer. Ja, genau. Also wenn du mir hinterherläufst, solltest du noch zwei oder drei finden. Lauf mal einem Magier hinterher. Dass ich jede Sekunde blinze. Ach so, jetzt habe ich alle. Was muss ich denn noch haben? Was brauche ich denn noch? Aber mit euch zu questen ist richtig angenehm. Ich fahre nur hinterher und loote. Levelst von alleine. Das ist schön, das zählt da gleich für mich mit. Ja, ja, jetzt wird der Spieß mal umgedreht, ne? So. Wo war das nochmal mit den Erntekohlen? Da, wo ich jetzt gerade stehe. Ach so, da bin ich doch vorgerannt.